Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich diese Brücke hier weitergebaut. Und zwar haben wir die Säule nach unten so, äh, gezogen. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich von euch fragen, also vor allem die Leute, die, die letzte Folge nicht dabei waren, ey, Moment mal, Daniel, wieso hast du das jetzt schon gemacht? War nicht eigentlich geplant, dass du das absichtlich später machst, weil du nicht weißt, wie tief die Schlucht gebaut werden soll? Und ist die Schlucht jetzt schon wirklich fertig? Nein. Und äh, nee, ja und nein? Also. Ja, im Grunde hattest du recht. Ich wollte das eigentlich erst weiterbauen, wenn die Schlucht fertig ist. Aber nein, sie ist noch nicht fertig. So, das wollte ich gerade sagen, Leute. Ähm, aber kurze Erklärung für alle diejenigen, die das gerade denken sollten und die die letzte Folge nicht gesehen haben sollten. Du, du, du an dieser Stelle. Ähm, ich baue das jetzt erstmal bis zum Boden, weil es für LBH 1000 wichtig ist, dass wir da einen gewissen Fortschritt haben und dass es auch schon ein bisschen fertig aussieht. Und auch deswegen, weil ich wahrscheinlich die Schlucht zumindest in diesem Bereich, nicht mehr mit dem Redukto-Zauber, sondern höchstens nur noch mit dem mit der Spitzhacke bearbeiten werde. Und bei der Spitzhacke kann man ja ganz speziell darauf achten, dass man eben diese Leisten oder diese äh, Stützen hier nicht beschädigt. Und deswegen denke ich, kann man das mit diesen Leisten jetzt schon machen und muss damit nicht warten, bis die Schlucht dann auch wirklich fertig ist. Genau, zumindest ist das so mein Gedanke dabei. Das wird uns jetzt wahrscheinlich, auch wenn ich im Schätzen nicht der Beste bin, wie ihr wahrscheinlich auch wissen solltet, äh, wird uns das wahrscheinlich nicht die ganze Folge begleiten, diese Aufgabe. Jedoch war ich nicht so fleißig und habe mir überlegt, was ich danach mache. Aber ich denke, wir werden dann innerhalb weniger Sekunden etwas finden, weil Hogwarts hat noch sehr viele offene Aufgaben, also da werde ich mich an Arbeit bestimmt nicht, äh, also ich werde bestimmt genug Arbeit finden, so wollte ich das eigentlich sagen. Und äh, ja, zum Beispiel könnten wir. Oh, diese Grafikbugs. Äh, zum Beispiel könnten wir auch da hinten so ein bisschen an dem Turm weiterbauen, weil wir da noch einige kleinere Korrekturaufgaben machen müssen. Und ähm, ja, dann müssen wir auf jeden Fall, also ich werde jetzt noch diese und noch eine Folge danach aufnehmen. Danach werde ich erstmal wieder einen Livestream machen. Und dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche weitermachen mit dem Dach der äh, Burgmauer und vor allem auch mit dem Dach dieses Gebäudes da hinten, was, wo jetzt das Hadenkreuz drauf zeigt, weil dieses Gebäude müssen wir auch noch vom Dach her fertig bauen und dann sind wir zumindest grob fertig mit dem aktuellen mit den aktuellen Dächern, die wir so bauen müssen. Aber natürlich fehlt trotzdem noch ein bisschen was, was das genau ist, das erkläre ich euch gleich und ich werde wahrscheinlich jetzt auch in den letzten 10 Folgen vor äh, LBH 1000 noch so ein bisschen random Stuff bequatschen. Also nicht nur die eigentlichen Gesprächsthemen sondern eben auch äh, ja Dinge, die mir einfach auf der Seele brennen, die vielleicht noch irgendwie zu diesem Projekt hier wichtig sind äh, oder was weiß ich nicht alles. Also ein bisschen random Talk auch wieder. Zum Beispiel, wie wird es jetzt nach Lbh 1000 weitergehen? Würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil viele da ähm, ja nicht ganz so sicher waren und solche Sachen. Genau. So, ich nehme jetzt mal bemuste Bruchsteine mit, weil damit können wir gleich so ein bisschen diese ja, soll ich sie Leisten nennen? Soll ich sie Pfosten nennen? Pfosten klingt so zweideutig. Äh, ich nenne sie, nenn sie Pfosten, Leute. Also für die Pfosten nehme ich jetzt nochmal Bemooste mit, weil wir damit gleich nochmal ein bisschen mehr, äh, äh, Textur reinbringen können. Und Memo an mich selbst, wir brauchen Steine, Steine, Steine. Ja, also Cablestone wollte ich eigentlich sagen. Haben wir noch unten irgendwo Steine? Es kann ja wohl nicht angehen, dass wir jetzt nichts mehr an Steinen da haben. Fleisch, Fleisch, Redstone. Nein, ich will Steine, Leute. Hallo. Sind da noch Diamanten drin? Nö, hätte mich auch gewundert. Haben wir hier keine Steinkiste aufgebaut? Ah, doch da. Aber... Ja moin, sind gar keine drin. Alles klar, Leute. Damit bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer jetzt schnell eine Spitzhacke zu nehmen und dann äh, mir ein paar Steine abzubauen. Das ist jetzt natürlich eine etwas leidige Aufgabe, aber wir brauchen eh nicht so viele. Und von daher sollte das möglich sein. Wir können ja hier nochmal so ein bisschen... Feinheiten äh, bearbeiten und so, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. Hier zum Beispiel, ne? Das Stück da kann abgebaut werden. Also, wird jetzt auch nicht so lange dauern, Leute. Ähm, natürlich habe ich heute auch wieder ein Gesprächsthema parat. Also, ein Gesprächsthema, wo ich mich so ein bisschen langhangeln werde. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen lese ich das jetzt mal an dieser Stelle direkt vor. Und zwar kommt der heutige Kommentar von dem lieben, äh, die da halt so. Die da halt so. Oder die da? Heißt das die oder die? Ich denke mal, die, die da halt so, ja. Ähm, die da halt so, hat kommentiert, Thema für LBH. Ist es verwerflich, das Zeichen der Heiligtümer des Todes zu zeichnen? Eine interessante Frage, weil ja, also ich muss auch sagen, bei vielen Fragen, die ich so für Let's Build Be Hogwarts bekomme, muss ich immer erst überlegen, ist das überhaupt interessant? Weil im ersten Moment denkt man sich so, ja, es ist anscheinend äh, nicht verwerflich, weil es machen ja auch einige. Aber man hat auch in den Harry Potter Büchern gelesen, dass es gewisse Umstände gibt, wo es doch verwerflich war. Und ich habe da so ein paar Gedankengänge schon und würde euch jetzt gerne mit dran teilhaben lassen. Und genau. So. Ähm, jetzt muss ich kurz selber Gedanken sammeln, weil gerade bei solchen Themen möchte ich das so ein bisschen chronologisch machen, bevor ich mich jetzt selber vertue. Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Faktum, dass äh, das Heiligtümerzeichen in gewissen Kreisen sehr verpönt ist. Ein Beispiel haben wir schon in den Harry Potter Büchern bekommen, und zwar von Viktor Krumm. Victor Krumm im siebten Teil, als ähm, Bill und äh, Fleur geheiratet haben, war es ja so, dass Victor Krumm auch dort war und hat dann gesehen, dass Xenophilius Lovegood, das Zeichen der Heiligtümer, als Halskette um den Hals trug und hat sich dann an Harry, glaube ich, gewandt und ihn gefragt, wieso äh, Xenophilius das macht, ob er nicht wüsste, was das für ein Zeichen wäre und äh, ob er mit, die, äh, mit Grindelwald sympathisiert zum Beispiel. Und allein daran kann man festmachen, okay... Unter gewissen Kreisen war das Zeichen absolut verachtet und überhaupt nicht äh, in, äh, in, in, guten, in gutes Licht gerückt, sagen wir es mal so. Und ähm, die Frage ist halt, gilt das jetzt für alle Zauberer der magischen Welt? Oder kommt es da halt eben nur auf den Umkreis an, auf den persönlichen Umkreis der Leute, die man um sich rum hat? Oder ist es bei allen Zauberern so? Grundsätzlich und das kann man ja auch wieder in den Harry Potter Büchern ableiten, ist es so, dass nicht alle ein Problem damit haben. Xenophilius Lovegood zum Beispiel hatte absolut gar kein Problem damit, sogar so wenig, dass er Harry einfach gezeigt hat, wie das Leidigtümmerzeichen gemalt wird. Hat es ja selber auch auf Papier gemalt im Film und äh, hat ihm auch erklärt, was es damit auf sich hat. Ich meine, er trägt es ja auch als Halskette, was deutlich machen sollte, dass er kein Problem damit hat, weil sonst würde er es wohl kaum als Halskette tragen. Und für ihn ist es ja auch eine komplett andere Bedeutung als zum Beispiel für Viktor Krumm. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt fast vergessen hätte, der aber unfassbar wichtig ist. Denn ähm, Xenophilius Lovegood sieht in dem Zeichen der Heiligtümer, auch wie der Name schon sagt, nur das Zeichen der Heiligtümer. Er sieht darin das Symbol für den Elderstab, für den Tarnumhang und für den Stein der Auferstehung, an die er ja auch selber glaubt, hat er ja Harry gesagt. Und ähm, der Viktor Krumm. Der sieht darin gar nicht nur das Zeichen der Heiligtümer, sondern er sieht darin das Symbol von Gellert Grindelwald. Und das ist halt der schwierige Punkt dabei. Denn für die einen ist es ein Zeichen eines dunklen, bösen Zauberers, der viel Leid über die Welt gebracht hat. Und für die anderen ist es ein Zeichen für etwas sehr Mächtiges, für etwas Spirituelles, hast schon. Oder etwas Heiliges, weil die Heiligtümer, wie der Name schon sagt, heilig, Heiligtümer ähm, dementsprechend ist es vielleicht für manche Zauberer wie für manche Christen in der Muggelwelt der Heilige Gral so ein Gegenstand, der, ähm, heilig ist, der einen gewissen Wert hat auch natürlich und dementsprechend dadurch auch geschätzt wird und nicht wegen der Person, die es dann vielleicht irgendwann mal Zweckentfremdet hat. Denn man muss ja auch sagen, Gellert Grindelwald hat das Heiligtümerzeichen nicht erfunden. Er hat es nicht erfunden. Er hat es einfach nur zu seinem Symbol gemacht und hat quasi, ähm, ja, quasi das Symbol ein bisschen auch missbraucht, muss man sagen. Er hat es für seine Zwecke missbraucht, obwohl es am Anfang nur für die Heiligtümer stand. Und ich glaube, J.K. Rowling hat sich da auch ein bisschen an Hitler und den Nazis orientiert, weil das Hakenkreuz zum Beispiel. Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Upsala, ich hole mal schnell eine. Ähm. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich will es jetzt nicht in Stein meißeln, aber bei Hitler und dem Hakenkreuz war es, glaube ich, auch so, dass das Hakenkreuz erst an etwas anderem angelehnt war. An eine, ja, so eine, so ein Sonnensymbol, glaube ich, war das. Ähm, von den. Oh, von den, von den. Wie, wie heißt nochmal dieses Volk von damals? Äh, welche auch diesen... Kalender gemacht haben, der dann irgendwie den Weltuntergang vorhergesehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich weiß nicht, ob es daher stammt. Das sind jetzt ganz vage Infos. Sie sind safe falsch Leute. Deswegen ähm, nagelt mich bitte nicht darauf fest. Aber ich glaube, dass es sowas in die Richtung war. Ähm, grundsätzlich bin ich mir aber ziemlich sicher ähm, mit der Behauptung, dass ähm, Hitler damals auch ein Zeichen genommen hat, was ähnlich aussah wie das Hakenkreuz und es dann für seine Zwecke missbraucht hat. Also er hat das Zeichen dann glaube ich noch mal ein bisschen umgeändert. Ähm, und hat es dann als Hakenkreuz eben für seine Zwecke missbraucht und natürlich wissen wir das Hakenkreuz ist bei uns auch verboten man darf es nicht malen man darf es äh, nicht irgendwie ja ja öffentlich irgendwie aufmalen oder ne, benutzen oder so wie auch immer ich glaube nur für dokumentarische Sinne also ich dürfte das jetzt zum Beispiel in einem Video wo ich äh, über wo Hitler irgendwie thematisiert wird aber ich ihm nicht irgendwie sympathisiere da dürfte ich das aus ähm, dokumentarischen Gründen mit einbauen. Das wäre rechtens. Aber ich dürfte es nicht irgendwie random an irgendeine Mauer malen. Und ich dürfte es auch nicht in ein Video bringen und dann sagen, ja, ich finde die Ansicht von ihm eigentlich ganz gut. So, das dürfte ich nicht. Und ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen, wie gesagt, an das Zeichen der Heiligtümer angelehnt. Weil das Heiligtümerzeichen hatte zuerst auch eine andere Bedeutung und die bedeutung wurde dann eben durch einen äh, dunklen zauberer bzw. durch einen bösen menschen eben nochmal abgeändert und missbraucht und äh, sekunde zeitumkehrer ahoi traumhaft und genau deswegen ist es natürlich jetzt auch schwer zu sagen ob es in der magischen welt verwerflich ist das zeichen zu malen oder eben nicht das ist wirklich schwer ich denke schon, dass es ein bisschen verwerflich sein sollte, weil ich glaube, dass Gellert Grindelwald berühmter in der magischen Welt ist als die Heiligtümer des Todes. Und deswegen werden wahrscheinlich mehr Leute ähm, das Zeichen der Heiligtümer als Zeichen Grindelwalds erachten und nicht als das Zeichen der Heiligtümer. Und ja, es ist natürlich immer eine Interpretationsfrage. Und wenn Leute dieses Zeichen mit einem dunklen Zauberer interpretieren der viele Menschen umgebracht hat, dann ist es natürlich verwerflich, dieses Zeichen häufig zu verwenden. Und deswegen kann ich Viktor Krumme auch ein bisschen verstehen, muss ich zugeben, als er das Zeichen bei Xenophilius gesehen hat, weil, ja, gerda Grindelwald ist bekannter als die Heiligtümer, zumindest in der allgemeinen Zaubererbevölkerung, und deswegen müsste man eigentlich auch davon ausgehen können, dass jemand, der dieses Zeichen öffentlich trägt, auch in gewissem Maße mit Grindelwald äh, sympathisieren könnte. Und das ist natürlich höchst verachtenswert. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass es in der magischen Welt durchaus äh, verwerflich ist, das Zeichen so in der Form zu malen. Ich glaube aber auch, dass es immer darauf ankommt, wer malt das eigentlich. Denn es war ja auch so, als Geller Grindelwald zum Beispiel von Durmstrang geschmissen wurde, hat er ja auch das Zeichen der Heiligtümer in die Mauer geritzt. Wo es ja auch bis heute noch Bestand hat. Und ja, da hat er ja auch irgendwie schon quasi das als sein Zeichen anerkannt und hat damit irgendwie seine Grolltaten irgendwie unterschrieben. Man kann es ja wie so eine Unterschrift werten von ihm. Und wenn dann Morde zum Beispiel oder irgendwelche anderen schlimmen Taten mit diesem Zeichen irgendwie quittiert werden, dann ist es natürlich klar, dass sowas schnell einen verwerflichen Ruf erlangen kann. Und deswegen denke ich, ist es zwar immer noch so ein Zwiespalt, ob man das jetzt verwerflich finden kann, aber ich glaube, dass es doch viele Zauberer und Hexen gibt, die da nicht ganz so positiv äh, drauf zu sprechen sind. So Leute, kurzer Cut, wir haben diese Aufgabe jetzt hier soweit beendet. Zumindest jetzt hier die gröbsten äh, Säulen oder Pfosten wollten wir ja sagen. Und jetzt ist die Frage. Wie machen wir das jetzt hier weiter? Weil hier fehlt natürlich jetzt noch ein Stückchen und da ist jetzt die Frage: Ziehe ich das jetzt schon vor oder erst später? Ja, ja, Leute, Fragen über Fragen über Fragen. Hm, ich würde glatt sagen, ich ziehe das erst später vor, weil ich nicht mehr genug Steine habe, Leute. Beste Erklärung, wo gibt? Ich pack mal eben ein paar Steine weg, weil ja, ihr seht's ja. Nur noch die Bruchsteine. Ach so, wir haben jetzt noch die bemusten mitgenommen. Die könnte ich ja eigentlich nur mal eben verbauen. Ja, Leute, das mache ich noch mal eben kurz. Ist jetzt auch nur eine kleine Dekoaufgabe, eine kleine perfektionistische Aufgabe. Aber vielleicht erzeugt das noch mal irgendwie einen schöneren Effekt. Sogar ziemlich sicher eigentlich. So, wir nehmen jetzt insgesamt 38 Steine hier aus dem Mauerwerk raus, immer mal wieder an verschiedenen Stellen und setzen dann gleich bemooste Steine da rein. Und dann sieht das Ganze auch ein bisschen älter, ein bisschen runzliger aus. Und das ist toll. Genau. Weil runzelig ist immer super, Leute. Fragt FreshD, der wird euch das äh, bestätigen. So. Ähm, etwas anderes. Ich switche jetzt nochmal ganz kurz vom Thema weg, weil ich noch was anderes ansprechen wollen würde. Weil es einige Leute gab, die unter meine letzte LBH-Folge, also nicht ähm wortwörtlich, letzte LBH-Folge, sondern in einer meiner letzten lbh folgen so passt es besser, ähm, haben einige Leute geschrieben, äh, dass sie es nicht so gut finden würden, wenn ich jetzt wirklich das so machen würde und gar keine Themenfolgen mehr bringe. Also dass ich gar nicht mehr eure Kommentare einblende und äh, nur noch Together-Folgen mache und solche Sachen halt eben. Und ich muss sagen, ja Leute, ihr hattet vollkommen recht. Und vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Kritik, die ich da bekommen habe, weil sie mich auch so ein bisschen wachgerüttelt hat. Es ist dumm, es ist absolut dumm, weil natürlich werden irgendwann die Themen ausgehen, und das ist bei LBH irgendwann definitiv der Fall, weil so viele Folgen wie das Projekt noch haben wird, wird es irgendwann definitiv da einen Leerlauf geben. Aber ganz darauf verzichten muss man ja trotzdem nicht. Ich denke, ich werde das genau so umsetzen, wie es viele Kritiker geschrieben haben. Und zwar, dass ich so mache, dass ich weniger Themenfolgen bringe und äh, zwischendrin dann auch Together-Folgen oder äh, Wer bin ich-Folgen oder solche Sachen halt eben. Dass ich das ein bisschen mehr miteinander abwechsle und nicht sage, ey, es gibt gar keine Themenfolgen mehr, sondern dass ich jetzt sage, okay, es gibt noch Themenfolgen, aber weniger. Weniger und dafür mehr andere Sachen und ich glaube, das ist der bessere Weg, weil. So hat jeder noch eine Möglichkeit, mit einem Kommentar dran zu kommen, und ich habe die Möglichkeit, unter den ganzen Kommentaren nicht irgendwie auf Zwang, weißt du, ich, ich sonst aktuell muss ich es halt so machen, dass ich für eine Woche vier Themen raussuchen muss. Und manchmal habe ich halt viele geile Themen dabei und manchmal ist es relativ schwer. Ähm, wenn ich jetzt allerdings für jede Woche nur zwei Themen raussuchen muss, kann ich mir viel mehr äh, Mühe geben, dass diese zwei Themen dann auch absolut interessant sind, weil ich weniger finden muss. Also, Qualität vor Quantität. Und ich glaube, das ist echt eine mega gute Idee. Deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, der mich da so ein bisschen wachgerüttelt hat und der mir da diese, äh, diese Meinung mitgegeben hat, weil, ja, ist definitiv richtig, ihr seht das auch richtig. Und deswegen, Leute, bin ich immer wieder froh, euch als Community zu haben, weil ihr mich da immer so ein bisschen auf wachrüttelt und, ja, gegebenenfalls auch noch mal so, nachhakt, wenn ich irgendwas erzähle, was irgendwie unlogisch ist oder, äh, ja, nicht ganz so verständlich. Danke, Leute. So. Ja, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ich glaube, wir haben jetzt auch inzwischen, ach so, wir können ja da unten sehen, wie viele wir abgebaut haben. Wir sehen es ja an den Steinen in unserem Inventar. Also, acht Steine müssen wir nur abbauen. Noch sieben. Ich nehme mal hier auch in der Mitte welche raus. Wobei, oben in dem, in dem Brückengerüst könnte man, glaube ich, auch noch welche wegnehmen. Hier meine ich jetzt. So, der hier zum Beispiel. Müssen wir nur gleich gucken, dass wir die auch alle wiederfinden, ne? Aber das funktioniert schon, Leute. Das funktioniert schon. So, den da nehme ich auch noch mal raus und den da. So, nach zwei Stück können wir rausnehmen. Ich nehme den hier raus und ich nehme den hier raus. So und jetzt können wir die bemusten da reinsetzen. Ich glaube, ich mache zuerst diese Oberen, weil da habe ich Angst, dass ich welche übersehe. So, so. Das ist jetzt natürlich auch nur eine kleine Aufgabe und eventuell hätte man das auch besser, vielleicht in den letzten beiden Folgen machen können. Aber ich denke, dass es trotzdem einen guten Mehrwert bringt und äh, ja, Hogwarts dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen plastischer und älter rüberkommt vor allem. So, hier ist nur einer. Ich habe wieder einen Trevor im Hals, Leute. Ist das nicht wunderbar? So. Da noch und da noch und da noch und da noch. Ja, also wie gesagt, das Gute ist jetzt, dass wir genauso viele Steine abgebaut haben, wie wir verbauen können. Das heißt, es muss am Ende auf null hinauslaufen. Daran können wir erkennen, ob wir fertig sind. So, da noch. Ich glaube aber, dass der letzte schwer zu finden sein wird. Eventuell. So, nochmal runter. Da. Und da. Da. So, da sind noch zwei... So, noch sieben Steine müssen wir jetzt insgesamt verbauen. Mal sehen, ob wir die alle finden. Und dann müssten wir eventuell auch bald mal wieder auf die Suche gehen nach neuen äh, bemoosten Steinen. Weil die findet man ja leider in der 1.7.10 nur in den äh, Mobspawnern. Und dass die etwas seltener sind, das wisst ihr ja auch mittlerweile. Aber ich glaube, dadurch, dass ich eh nicht mehr so viele Diamanten habe, wird es darauf hinauslaufen, dass ich sowieso bald wieder mal Höhlenerkundungstouren mache. Ja, Leute, auch sowas wird es in der neuen Staffel wieder geben. Ich habe Bock, so ein bisschen back to the roots zu gehen. Back to the roots, wollte ich sagen. Mein Englisch ist mal wieder absolut one world free. Ähm. Und genau, dort würde ich dann gerne wieder Diamanten finden und bemooste Steine und sowas halt. Weil es auch wieder so ein bisschen mehr Survival-Feeling rüberbringt. Und was habe ich gesagt, Leute? Der letzte Stein ist gerade schwer zu finden, den wir rausgenommen haben. Einen muss ich noch finden. Einen muss ich... Ach da, ich glaube, ich habe ihn. Yeah, ich habe ihn. So, damit haben wir es geschafft. Nochmal kurz Zeitumkehrer. Ahoi! So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier von der Seite an. Einmal, na? Ach so, falscher Knopf. So. Ja, Leute, also mir gefällt das mega, mega gut. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Und dann gucken wir jetzt nochmal gerade, welche Aufgaben für die nächsten Folgen noch wichtig wären, weil wir sind jetzt knapp bei 22 Minuten. Und ich denke, das äh, ist schon mal ein guter Anfang. Hier müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas draufsetzen. Wie genau, das muss ich noch gucken. Wahrscheinlich war es so wie da. Ich glaube, das war sogar ähnlich. Aber da werde ich mir das vorher nochmal angucken. Der Brunnen muss noch gebaut werden. Aber da habe ich, zumindest weil ich so viel vorproduziere, aktuell noch nicht mega viele Ideen bekommen. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich das hier jetzt auf Teufel komm raus in dieser Staffel noch mache oder ob ich damit lieber, ja, warte. Weil es soll ja auch gut am Ende aussehen, ne? So, ansonsten, ja, wie gesagt, Dach und alles kommt noch. Ähm Schlucht ist klar, das wird in den Livestreams noch passieren und eine Sache, die definitiv noch wichtig ist, die ich aber auch jetzt in Livestreams wahrscheinlich noch machen werde, ist hier das Meer zuzuschütten. Das ist eine Aufgabe, die ich persönlich sehr wichtig finde, die ich jetzt wahrscheinlich auch noch in den äh in den Livestreams Folge 1000 noch machen werde. Kann sein, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hier gerade guckt, schon passiert ist. Wenn dem so ist, dann toll, Daniel, dann warst du konsequent. Wenn es noch nicht passiert ist, dann äh, könnte es noch passieren. Oder ich mache es halt nach Folge 1000. Ich meine, wir müssen ja nicht alles übers Knie brechen. Da, mit Folge 1000 ist ja das Projekt nicht zu Ende, ne? Und von daher ist das, denke ich, okay. So, Leute. Ich hoffe, diese etwas kürzere Folge hat euch Spaß gemacht, und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo und schreibt mir gerne weitere Themenvorschläge für Let's Build Hogwarts in die Kommentare. Ja, ansonsten kann ich nicht mehr viel sagen, außer vielen lieben Dank fürs Zuschauen und für eure rege Anteilnahme. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich da ein bisschen kritisiert haben, wo ich gesagt habe, ey, ich bringe keine Themenfolgen mehr, was Schwachsinn war. Äh, danke, dass ihr mir da nochmal äh, ein bisschen unter die Arme gegriffen habt. Und in diesem Sinne, Leute, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.